Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Es ist Mittwoch und ich hab's ja ein bisschen verdaddelt. Ich bin gerade dabei, ich kann ja mal die Katze aus dem Sack lassen. Wir werden euch demnächst, oder ich werde euch demnächst auf dem Channel mit ein bisschen Abwechslung verwöhnen und es kommen folgende Sachen. Es gibt für GTA 5 den Polizeimod, wo man Polizisten mit irgendwelchen Aktionen spielen kann. Da ich GTA 5 habe, denke ich mal, lag das nahe. Danke übrigens für eure ganzen Empfehlungen der Games. Hab ich mir auf jeden Fall viele Games angeguckt, ohne Frage. Die zweite Idee, die ich hatte, also der Epic sagte irgendwann so, Mann, Arma 3 ist jetzt so günstig, Arma 3 wollte ich mir schon mal kaufen, gibt so viele Mods, da kannst du Militär machen, da kannst du Zombie-Apokalypse spielen und da kannst du altes Live spielen, da kann man irgendwie als Zivilist und als, oder als Polizist oder wie auch immer dort sein Leben bestreiten und, deswegen haben wir uns entschieden, ich fange jetzt an, eine Serie altes Live zu kreieren für euch und noch ein bisschen in den Anfängen zu erklären, wer das noch nicht kennt, zu erklären, wie man da so sein Geld verdient und was man da machen muss und worauf man achten muss und dann kann man relativ viele lustige und auch bescheuerte Szenen erleben, weil dort halt eben auch wieder ein Klumpen von lauter Real-Life-Playern zusammenkommt und sehr lustig. Also schaue ich mal, wie es euch gefällt, aber mir macht es auf jeden Fall momentan total Spaß. Deswegen, guckt auf die Uhrzeit. Nein, da. Guckt auf die Uhrzeit. Ich habe es etwas verpeilt mit dem Video. Deswegen setze ich mich jetzt auch schon morgens um 7 Uhr Fenrir hin und mache euch ein WoT-Video. Was versprochen ist, ist versprochen. Heute ist Mittwoch. Viel Kaffee hilft dabei. Und es gibt was Spezielles. Also ich habe selten... Oder was... Wenn ich ein Video von euch bekomme oder ein Replay... Was löst bei mir äußerste Glücksgefühle aus, wenn ihr epische Runden hattet, wenn ihr einen Tank dazu hattet, den ich richtig geil finde? Und das ist geschehen vom lieben Mitstreiter Fly. Danke, Fly! Euch ein richtig geiles Game mit dem amerikanischen Light T49 mit der HE Derp Gun. Ich liebe ihn sowieso. Also... Ich weiß nicht, irgendwas ist da passiert, dass, es ist halt so ein KV-2 in Mobil. Und er hat eine absolut ungerechtfertigte und absolut unfaire und absolut unmöglich genaue HE-Gun. Das ist absolut überhaupt nicht im Sinne des Spiels, dass eine Gun, die auf dem Papier so scheiße ist, im Game so geil ist. Aber das habe ich damals schon gefunden und der Fly beweist es auch wunderbar. Aber das macht so ultra Spaß, den zu spielen. Könnt ihr mir mal erzählen, warum ich meinen verkauft habe aus Geldnot? Keine Ahnung. Aber das ist ein Tank, den werde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, ohne Frage. Ja, hier im Hintergrund der zweite Light, der mir super Spaß macht, WZ-132, mit dem habe ich auch meine ganzen Light-Missionen gemacht, kann ich auch empfehlen. Aber, wie gesagt, T49 mit dieser, ich kann ihn euch eigentlich nur im Forschungsbaum zeigen, weil, wie gesagt, momentan habe ich ihn nicht mehr in der Garage. Da ist er. 2,3 Millionen. Habe ich nicht. Kann ich mir nicht mal eben sofort kaufen. 152 mm. 910 Alpha. Der macht 1150 Max-Schaden. Und, ich laber nicht viel. Lieber Fly, das ist so ein geiles Game, wo auch... Da kam wieder alles zusammen. Intelligent gefahren. Map beachtet, was der Gegner macht, Glück gehabt, dass die Schüsse treffen, Glück gehabt, dass du nicht zu oft getroffen wurdest, geile Hits, wir schalten rein, bis gleich. Jawollo, da sind wir, mit dem Fly, auf der schönen Map Westfield, und die Map Westfield schreit natürlich förmlich danach, dass man die Flanke hier sichert. Denn guckt auf die Minimap. Was ist essentiell bei jedem Game? Es ist essentiell, also
Nichts ist essentieller, sage ich mal, als auf dieser Map, dass hier hinten genug Heavys stehen, weil hier immer die Heavys rumdrücken, dass hier, wo der Fly jetzt hinfährt, nicht gar nichts hinfährt, weil ihr müsst hier einfach hier kommen, guckt mal an, was es für Lights gibt. Es gibt WZs, es gibt... Hier kommen auf jeden Fall die Lights rum. Deswegen, zwar abgedroschen die Position und natürlich schießt hier auch immer die Arti rein, wenn ihr euch das überlegt, aber... ja gut, ich will den Moment nicht verquatschen. Der erste! What the fuck Moment! Ups, WZ. Ich würde da nicht stehen bleiben. Es gibt eine HE-Derp-Gun. Knips! Hätte gesagt, Knips! Ja, diese Position ist natürlich durchaus als kritisch zu sehen, weil, guckt mal, wie viele Artis es gibt. Es gibt 3 Artis im Gegnerteam und die Bad Arti und die FV, die sind auch gute Spieler. Was man als guter Arti-Spieler auf jeden Fall macht, man flackt hier oben blind den ersten Schuss von der Arti rein. Und wenn so ein T-49 von einer HE-Granate blind getroffen wird, ist der schon meistens relativ Geschichte. Insofern... kritisch zu betrachten, die Position hier, aber die ist natürlich auch extrem spotintensiv. Denn man kann hier stehen und kann irgendwie den... sehr schön auch. Applaus, Applaus, Applaus! Nicht stumpf irgendwie so, ah, da ist einer, bam, abgezogen, sondern einfach mal, na, noch ein bisschen gewartet. Du musst geduldig sein. Zack, bis der Gegner genau steht und dann, knips! 2 Kills in den ersten 2 Minuten. Respekt! Ist halt völlig unfair, so eine scheiß Derpgun. Was hat man eigentlich für eine, naja, ausgeglichene Windchance? Die Gegner können halt nicht so viel richtig reißen, wenn sie ihre guten Spieler in den Artis drin haben. Aber ist doch fett, oder? Ist doch fett, was diese Gun einfach für einen ekligen Monsterschaden macht. Auch wieder ein geiler Gegner. Total weich. Bam! Alter, es hagelt da nur noch tausender Hits und er hat einen Reload von, weiß ich nicht, um die 20 Sekunden. Ist doch ekelhaft, ey. Ist doch ekelhaft. Ich meine, ihr werdet jetzt alles wieder sagen, voll OP das Ding, voll scheiße. Dann levelt ihn doch durch, der ist geil. Knips! Warte mal, wir sind bei Nummer 3. Knips! Gibt's noch einen Gegner, der noch nicht auf die Fresse gekriegt hat, von unserem Marty McFly mit seinen HE-Fly geschossen? So, ihr zwei. Ja, kann man machen, sich da oben hinstellen. Muss man aber nicht, weil es kommt eine HE-Granate geflogen. Butz! So sieht das Ganze dann nämlich aus, wenn man mit den HE-Granaten nicht durchkommt, dann macht man eben solide 400er Hits. Völlig in Ordnung, völlig schön. Nebenbei, völlig verloren, die Flanke hier. Der Fly kämpft hier mit seinen 3.500... ja gut, okay. Das war, das konnte nicht treffen, aber ich hätte es, glaube ich, auch versucht, weil, ja. Was natürlich extremst gefährlich hier immer ist, aber ich weiß auch nicht, wie man es anders machen soll. Du gehst auf, du fährst aus dem Busch raus, die Arti, ich meine, es gibt 3 Artis. Die Arti weiß einfach mal, in welchem verfickten Busch du stehst und wird natürlich zu 68.000.000% in diesen Busch auch wieder reinschießen, weil sie es kann. Ja, ich weiß jetzt ganz genau, was in dir vorging. Es gibt Artis, es gibt die IS-2, aber ich will diesen AMX haben. Ich will ihn haben. Und deswegen ist der T-49 auch so geil, weil es ist ein Terroristentank, der um die Ecke jodeln kann und... Bumm! Ja, ist natürlich, dieses um die Ecken knipsen ist natürlich schon auch ein wenig gefährlich, weil natürlich, wenn die Artis ein bisschen was, da war ja schon der Einschlag. Ja, wenn die Artis ein bisschen was auf dem Kasten haben, haben sie da natürlich auch keinen Bock drauf, dass der Light da irgendwie alles hinmassakert. Und der Light macht einfach mal jeder Arti, One-Shot weg. Das, ja. 7 zu 10. Ungeil. Es gibt noch unsere Artis und es gibt noch die ISO. Und wenn wir uns die Minimap angucken, Leute,
Es gibt einen extremen Strom an roten Playern, die hier hinten lang drücken. Und es gibt niemand mehr, den sie aufhalten kann. Außer Marty McFly. Und das hat er sich jetzt natürlich, weil er einfach ein helles Kerlchen ist, hat er sich das auch überlegt und hat gesagt, ja, ich fahre zwar alle Zäune und alle Bäume und alle Büsche um und jeder, der den Destruction-Mod hat, weiß, dass ich komme, aber ich habe eine HI-Knifte des Verderbens dabei. Und oh, das war jetzt ein bisschen schade, dass seitlich in den Jagdtiger nicht durchgekommen. Geht auch anders. Geht aber, naja, der, ja, naja. Egal, egal. Einfach wieder zugehen, sich den nächsten Busch suchen, extrem lucky sein, dass man auch hier von hier überall auf die Deppen da wirken kann, die da hinten lang mongoen. Jo, Tiger P, dass man es auf den Kopf gekriegt. Bing! Aber nicht geknipst. Geknipst kommt später, Tiger P. Ach, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Den vierten Kill schon. Dort hinten sind wunderbar. Also, ich meine, das ist natürlich auch geil, dass dort noch die Arti ist, die letzte, die jetzt auch noch genau die den Kollegen noch ganz genau auffällt. Solange, bis er abgedrückt hat und geknipst hat. Auch wunderbar hier, guckt mal, wie er das Terrain ausnutzt, ja? Wie er richtig schön irgendwie die Hügelchen noch für sich benutzt und. Oh, die ist zwei. Was ist mit dem Kollegen los? Ach so, ja, okay. Oh. Oh. Vier Splash von der Arti. Das war Critic von der IS-2. Schön! Knips! Knips! Ja, ist natürlich geil, sowas. Das war jetzt die Position Lucky You, ja? Also nicht Lucky Luke, sondern Schwein gehabt, Sau geferkelt, weil GW-Tiger macht dir einfach mal nur vier Splash und die IS-2 krittet dich einfach nur. Läuft, läuft. Jagdtiger! Ach, schön. Alles schön! Auch hier wieder ausgesprochen intelligent gefahren, weil einfach mal nah rangegangen, damit der Schuss auf jeden Fall sitzt. Weil er hatte ja geschossen. Es war völlig wurscht. War völlig Latte, ob man sich da noch Zeit lässt oder nicht. Geil. Einfach schön gespielt. Einfach schön zum Angucken. 11 zu 14. Marty McFly liegt ordentlich hinten. Aber es interessiert Marty McFly überhaupt nicht. Weil er hat die Gun Depression des Todes und der AMX. Ja, denkt immer noch, dass er da hinten irgendwo steht. Denk mal ruhig weiter, AMX. Kannst mal in der Garage drüber nachdenken, was Lights so an Strecke pro Sekunde zurücklegen können, AMX. Ja, besonders wenn der Marty drin sitzt. Ja! Yeah. Geil. Echt geil. 5000 Schaden. 8 Kills. Läuft! Läuft und das um die Uhrzeit. Hammer. Echt geil. Also, ja, vielleicht findet ihr es gar nicht so geil. Ist mir auch scheißegal. Ich find's geil. Ich hab's gefeiert, als ich's gesehen hab, das Game. Und ich liebe den T49. Und er ist einfach geil. Wenn wir jetzt mal so geguckt haben, also ich meine, ich weiß nicht, was du alles geskillt hast. Und du hast Cola an Bord. Aber die üblichen Skills sollte man mit diesem Viech schon drauf haben. Und dann passt das mit der Präzision. Ja? Also Lüftung, Brothers in Arms, Cola-Kiste. Und dann hast du einfach die Präzision des Todes. Betty Arty! Wie möchtest du sterben? Im Rückwärtsgang? Läuft, Marty. Danke. Kill Nummer Nuevo. 9. Nuevo? War, glaube ich, falsch. Heißt gar nicht 9. Ich bin halt blöd. Und kann kein Spanisch. Also. Geil. Ich meine, unglaublich. Du hast auch noch fast volles Leben. Wobei, du hättest das bestimmt auch gerockt, wenn du nicht mehr volles Leben gehabt hättest. Auch geil wieder. Einfach nicht stumpf vorgefahren, was jeder erwartet, sondern einfach mal woanders rauskommen. Weil das Ding fährt einfach mal 70 Klamotten hier in der Ebene. Und da ist es scheißegal. Genug Zeit ist auch noch. 5 Minuten. Läuft für Marty McFly. Geil. Geil, geil, geil. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
die FV, also ich als Arty, wenn so viel Zeit verstreicht, bis der Gegner kommt, würde ich woanders hin aimen. Also würde ich genau auf die Ecke hier aimen. Hat sie aber nicht. Hat sie aber nicht. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Gun Depression reicht nicht aus. Er muss vorkriechen. Der GW Tiger hat mittlerweile auch geaimt. Naja, noch nicht richtig geaimt, aber hat sich umsortiert, sage ich mal. Jo, aber ich meine, verschwinden, unsichtbar werden und wieder woanders rauspoken. Ich hätte jetzt Folgendes gemacht. Also, zur Psychologie, ja? Psychologie. Wenn ihr, naja, wir lassen es weiterlaufen. Wenn ihr vor der FV aufgeht, verschwindet und so tut, als ob ihr jetzt wieder andersrum fahrt, um zurückzunehmen, dann würde ich einfach zurückfahren, unsichtbar werden und an der gleichen Stelle wieder rauskommen. Psychologie des, ja, Arti-Verarschens. Aber egal, es geht auch. Jetzt hat er schon in die Richtung geaimt. Aber. Ja, Eye-Fly, Bleifrei. Also, da muss man natürlich dann auch noch abdrücken, lieber Arti. Aber du hast wahrscheinlich noch nicht fertig geaimt. Wollen wir mal es ihm zugutehalten. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Aber auch wieder schlau gelöst. FV denkt, dass er irgendwie hinter dem Haus vorkommen wird, rechts oder links. Ja, aber was macht er? Er nimmt das Haus als Deckung, damit er nicht aufgeht und verschwindet einfach den Berg hoch. Denn er wird die Arti auf jeden Fall spotten. Und die Arti wird. Ja, jetzt hat die Arti ihn hat. Boah, knappe Geschichte das. Knappe Geschichte das. Das hätte dir einen Flug in den Himmel bescheren können, der Snapshot von der Arti. Aber, ja. Läuft alles bei Marty McFly. Alles kein Problem. Alles Roger that. Geil. Geil. Und 11 Kills. 11 Kills mit diesem kleinen Terroristentank. Ach, jetzt weiß ich, woran es liegt, dass du so erfolgreich mit dem bist. Du hast das Kleeblatt dabei. Geil. Nee, schön. Wirklich schön. Mal Flachs, allen Flachs mal außen vor gelassen. Es ist einfach. Geil gewesen, diese Runde zu sehen. Finde ich zumindest. Und er ist auch er ist so ein kleiner niedlicher Tank, ja. Also er sieht lustig aus. Er ist unglaublich vielseitig, zielsicher. Und wie gesagt, guckt mal auf meinem Kanal nach älteren Videos vom T49. Da habe ich ein Video gezeigt, wie ich selbst dem JPE-100 immer wieder irgendwie 300er, 400er Hits verpasse. Der ist einfach. Naja, klar, wenn man so spielt wie der Fly, dann hat man natürlich am Ende keine Munition mehr, aber braucht man auch nicht, wenn man 6000 Schaden gemacht hat und 11 Kills. Postgame-Stats oder auch Gefechtsauswertung. Bis gleich. Gefechtsauswertung. Und sehr lustig, ich habe jetzt gerade erst den Titel gesehen. Den Titel, den unser Kollege Fly diesem Replay, was er hochgeladen hat, gegeben hat, war Derp Them All. Und das trifft es so ziemlich. Verarscht, gederbt, ja. Derp. Derp kann man gar nicht so richtig umschreiben. Auf jeden Fall mit Derp Gun alle fertig gemacht, so könnte man sagen. Ja, sehr geil. Natürlich gemastert 70.000 Brutto-Credits, 8,7 für dreifache XP. Aber das Schöne ist halt die Kolobanov, die Pascucci, die Pool. Na klar, Heiker lieber. Neidins Medal. Ah, die habe ich glaube ich auch noch nicht bekommen. Ein Defender und natürlich die Top Gun. Sehr, sehr geil. Ja, lustig. Also 6000 Schaden. Dann kam erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und dann kommt sein Team. Geil. Also, ja. Bei Längen. Um Längen, um Längen, um Längen. Na gut, mit 11 Kills hast du halt auch. Musst du so viel XP und so viel Schaden machen, wenn du 11 Kills hast. Unglaublich. Schönes Game. Schönes Game. Zusätzlich dazu, aber interessant. Nee, nicht zusätzlich dazu. Er hat halt relativ wenig gespottet. Ich hätte gedacht, dass die Anfangsdinger vielleicht von ihm gewesen sein hätten können. Waren aber nicht. Guck mal hier, 2000 Schaden auf einer Distanz über 300 Meter. Und sag mal einer, die Gun ist nicht genau. Unglaublich. Hammer. Hat mir wirklich gut gefallen. Und diese Medaille, Nadines oder Neidins, habe ich glaube ich noch nicht, habe ich auch noch nicht gesehen. Cooles Ding das. Naja, ist keine großartige Medaille, aber naja. Kolobanovs, Pascuccis, Puls. Glückwunsch dazu. Sehr schönes Game. Mehr davon bitte. Macht's gut.